Was fehlt da? Achso, zwei Eisen. Ja. Ein Basic Export Bus. Gut. Import Bus. Ein Basic Import Bus. Also und Kabel haben wir da. Nicht viele. Echt nicht viele. Aber wir haben welche. So, Basic Import Bus hier ran. Du saugst jetzt einfach alles auf. Nicht schnell, aber du machst es wenigstens. Dann brauchen wir noch ein Kabel da lang, wodurch wir das Kabel da nicht einsparen können. Das sieht doof aus mit diesem Doppelgemoppelten, aber egal. Oh. Ja, das war ein Enderman. Und dann hätten wir gerne hier oben drauf, da dran und nach unten gedreht und nach unten gedreht und nach unten gedreht, so. Ein Exportbus, der aus Gravel Sand macht. Das wärst du. Dann bräuchte ich einen Eimer. Ich kann nicht laufen, weil ich Hunger habe. Nom 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 nom. Ich hätte mir lieber Toast machen sollen. Das geht jetzt denn schneller. So. Eimer. Ich gucke jetzt nicht nach Eimer. Das war Bucket. Ich wollte schon Eimer eingeben. Du. Gib mir Lava. Lava. Lava, Lava. Lava, Lava. Und das sollte doch schon erstmal reichen. Genau. Jo, randvoll. So, du machst aus Gravel Sand und Sand wird instant abgepumpt. Ja. Das heißt, wir brauchen das Ganze jetzt nochmal. Und zwar hier neben. Da wird Sand zu Dust gemacht. Es wird immer komplizierter. Weil jetzt wird alles Gravel zu Sand gemacht und alles Gravel. Also alles Gravel zu Sand und alles Sand zu Dust. Wir brauchen aber natürlich auch hier, ne, Gravel für Diamanten. Das heißt, wir müssen es eigentlich beschränken. Das heißt, ich brauche obendrauf, ich zeig's euch mal kurz. Applied, da. Ein ME Level Emitter. Den setzt man auf ein Exporter rauf. Dazu bräuchten wir auch erstmal wieder ein etwas abgefahrenen Exports, aber hier ist ein Precision Export Bus. Da können wir einstellen. Redstone Moos ist durchgehend aktiv. Wenn ich jetzt sage, nur aktiv, wenn er ein Signal bekommt, dann wartet das Ding hier auf ein Redstone Signal, bevor es was exportet. Und wenn ich dann einen Level Emitter daran setze, kann ich dem Level Emitter sagen, du machst zu dem Ding hier nur ein Redstone Signal, wenn mehr als 500 Gravel im System sind. Ja? Und dann, nur dann, schmeißt du da die Sachen rein. Das ist irre praktisch. So kann man richtig feintunen, wie viele Sachen man im System haben will und wie viele nicht. Und das müssten wir hier halt auch machen. Das heißt, er würde Gravel zu Sand nur verarbeiten, wenn mehr als 500 Gravel beispielsweise im System sind. Das heißt, es werden dann 500 hier reingeschmissen und alles Überschüssige wird zu Sand gemacht. Und der Sand wird dann alles Überschüssige, meinetwegen mehr als 100 Sand, wird dann zu Dust gemacht. Damit wir auch immer Sand vorrätig haben, um Glas herzustellen. Ne? Also wir bräuchten eigentlich mehrere Level-Emitter. Aber das ist schon wieder eine Ressourcenfrage. Das ist doof. Ich will doch nur Bienen züchten und dafür brauche ich... Oh. Du bist nicht hier, oder? Nee, du bist nicht hier. Aber ich kann dich töten. Was zur Hölle? Warst du jetzt hier oder nicht? Ich habe ein Gespenst getötet. Das wäre jetzt doof gewesen, wenn ich deswegen gestorben wäre. Aber gut, wir haben eine Eisenrüstung an, das passt schon irgendwie. Hat sie inzwischen Eisen angesammelt? Oh ja, ein bisschen was. Das kann wieder ein System, das kann ein System, das kann ein System. So, ich hätte gerne Eisenklumbatsch. Anderes Eisenklumbatsch. Und das gerne oben die Schmelze geworfen. Hoch. Rein, 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 rein. Und 19, das sind zwei Blöcke. Hier hatten wir nichts mehr. Gut. Biokiste. Noch mehr Zeug, das wir nicht so wirklich benutzen. Was ich aber auch nicht ins System hauen will. Wir haben das System schon ganz schön ausgereizt.
Dem will ich jetzt nicht noch mehr zumuten. Nicht, bevor wir mehr Chips haben. Und ich hätte gerne mal wieder einen Slap, weil ich dann Fehler gemacht habe. Entschuldigung, System. Bitte lass mich nicht töten. Da. So, weg, weg. Sehr gut, 29 Eisen. Wie schaut's mit Redstone aus? 12 Stück. Ja, sehr gut. Also, wir hätten gerne diese komischen Porter. Importer. Und es fehlt alles. Sticky Pisten. Pisten. Wir haben keine Planken. Ernsthaft? Plank. Ich hätte gerne Oak Wood Planks. Ein Stack, zwei Stacks, drei Stacks, vier Stacks. Gut, wir haben wieder Planken im System. Jetzt hätte ich gerne Piston. Ein Piston. 14 Pistons. Weil es Redstone braucht, ja. Schon haben wir wieder kein Redstone. Und ich hätte gerne Sticky Pisten. Wir haben kein Rubber. Doch, haben wir. Achso, der wollte wahrscheinlich das andere Rubber in dem Rezept haben. Ja, na gut. Dann hätte ich gerne 7 Sticky Pisten. So, wieder zurück zu den Portern. Port. Ein Basic Import Bus. Braucht wieder das ME Interface, braucht wieder die Dinger. Die brauchen das Eisen. Oh. Du. Was zur Hölle? Achso, die haben wir gar nicht hergestellt. Uah. Ja, schon haben wir kein Eisen mehr. Das ist doch ab. Da, 37. 9, 18, 27. Gib ihm. Was genau? Ich bin mir dabei, das ME-System auszubauen. Ich wollte doch eigentlich nur die Farm machen, um die Bienen zu züchten, damit das ME-System erst mal eine Weile Ressourcen sammeln kann. War da nicht irgendwas? Aber ich brauchte Sachen durch das ME-System, um die Farm weiterzubauen. Das weiß ich auch noch. Okay, ist alles gerechtfertigt. Sehr schön. 10 Ingots, das sind noch ein Block. Dich da reinschmeißen. Und die Border wieder raussuchen. Da. Da. Einen davon. Basic Import Bus. Stinknormale Kabel fehlen jetzt. Fluix Dust fehlt jetzt. Oh, wir haben kein Plastik. Oh, das sollten wir ändern. Rubber. Da. Das schmeißen wir mal alles in unsere händischen Öfen da hinten. Hier. Damit wir richtig schön den Dust strecken können. Damit es dazu keinen Verlusten kommt. Du kommst noch mit. Dann hätte ich gerne Oakwood. Ein Stack. Damit wir schön immer weiter Charcoal herstellen, damit die Öfen hier auch weiter Brennmaterial haben. So. Du hast jetzt kein Eis mehr. Nö, du hast nur ganz viel komisches Zeug. Mhm. Du kannst ins System, du kannst ins System, du auch. Ich weiß, was wir jetzt machen können, während wir warten, dass das System wieder mehr Ressourcen hat. Wir machen einfach hier den Boden weiter. Oh, und wir sollten hier ausleuchten. Ich habe ja doch ein bisschen was weggehauen. Du weg. Du dahin, du dahin, du dahin. Mitte ist hier. So. Das sollte passen. Du stehst da falsch. Da ist richtig. Okay. Also. Wir hauen die Bodenplatten weg, wir ersetzen das Ganze durch Dirt, wir warten, bis das ME-System für uns Redstone produziert. Mit dem Redstone können wir dann wieder die ME-Sachen herstellen, um unten die Pulverizer zu automatisieren, damit wir sowohl Redstone als auch Diamanten bekommen. Und von beiden Varianten, also einmal von Dust, Siften, Erz und von Gravel Siften auch Erz. Gut, gut, gut. So, hier. Hier bräuchten wir jetzt eigentlich Kabel. Genau, du musst da in die Luft. Dann Dirt peilen wir doch mal. Au. Noch einen. So, du kommst jetzt... Ja, du kommst dahin. Ach, das geht doch auf.
Also der Planter ist genau in der gleichen Höhe, wie er normalerweise auch wäre. Also da zum Beispiel. Und statt dem Wasserblock kommt halt der Aqueous Accumulator. Aha, und an dem hing es. Wegen dem haben wir wieder mit meinem E-System angefangen. Sehr gut. Das da unten muss ich auch irgendwann beheben. So, also das Ding, das muss jetzt mit der Energiequelle da verbunden werden. Und das Ganze auch erstmal per Fluiducts, auch wenn die doof sind. Weil ich habe keine Lust jetzt zu warten, bis wir das ME-System so weit haben, dass es mit Lava befüllt werden kann. Was irgendwie auch gefährlich klingt, aber nicht ist. So. Auch wenn wir bei uns auf dem Server schon mal Leute hatten, die von flüssigem Platin getötet wurden. Das war sehr komisch. Hat zwar nicht so viel mit Lava zu tun, aber ich fand's trotzdem lustig. So, du dahin. Du wirst jetzt befüllt von gar nichts. Du kriegst erstmal nur den Dingens da drunter. Was? Warum? Ah, okay. Das war gerade sehr komisch. Du dahin, dahin. Das ist schon der Plan, der hätte den geschluckt. Das sind dezent viele Kabel. Weg, weg. So, du hast jetzt Strom. Das ist sehr gut. Dich können wir also gleich von oben einstellen. Und zwar so, dass du da überall Weizen hinspuckst. Dann brauchen wir hinter dir noch eine Kiste. Und die ganzen ME-Kabel von da hinten bis hier gezogen, damit die Sachen auch eingesackt werden können. Viel Arbeit, viel Arbeit. Und wir brauchen natürlich auch noch den Harvest, der das Ganze oben dann wegmacht und. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob der Harvester die Samen auf dem Boden auch weghaut oder nicht. Oder bei rechts klickt. Wie voll ist unser System? Wow, immer noch voll. Haben wir neues Eisen? Na, ein bisschen was. Nicht viel, aber ein bisschen was. Haben wir noch Dust? Nicht mehr so viel. Aber das heißt, der Schüttler da, der Rechtsklicker, der müsste voll sein. Nö, ist er nicht. Wenn du nicht voll bist, warum haben wir dann noch Sachen im System? Die müssten doch eigentlich durchgehend reingepackt werden. Ah, sehr komisch. Gravel zu Sand, Sand zu Dust. Okay. Also, das Plastik müsste jetzt oben fertig sein. Das holen wir jetzt raus. Damit stellen wir die Kabel her. Mit den Kabeln türkiser Schleim. Das war das Ding, was ich meinte, was ab und an mal spawnt. Haha. Gelatinous Slime. Was konnte man damit Tolles machen? Gelatinous Slime. Da. Blauen. Hey. Wo kommst du denn auf einmal her? Hattest aber kein Loot, okay. Du. Wir können es benutzen für Slime im Beginning Syringe. Und für ein Safari-Netz. Dafür können wir auch normalen. Genau, dafür können wir auch jeden anderen Schleim benutzen. Gibt es nicht irgendwas, was wir nur mit dir machen können? Slime Brick SDX. Können wir aber auch mit normalem Schleim. Ah, sehr komisch. Ich dachte, den braucht man für irgendwas. Slime Channel. Sticky Pisten werde ich daraus bestimmt nicht herstellen. Ein Bounce Bed. Na gut, kommt erstmal ins System als Kuriosität. Und dann kann ich sagen, was ich eigentlich gerade vorhatte. Genau, ich wollte jetzt nämlich das Plastik rausholen. Mit dem Plastik stellen wir die Kabel her. Mit den Kabeln stellen wir die Exporter und Importer her, damit die weiteren Pulverizer eingestellt werden. Dass sie erstmal das herstellen. Dann müssten wir noch einen zweiten Rüttler aufstellen mit noch 2, 3, 4 Autonomous Activatoren. Und dann haben wir einen Rüttler für das, einen Rüttler für Gravel. Und dann müssen wir die Farm automatisieren und dann müssen wir die ganzen Flüssigkeiten importieren, müssen die gesamten Fluiducts abreißen, müssen die durch ME-Kabel ersetzen, müssen Fluid-Exporter und Fluid-Importer machen und ja, also ja, wir haben noch ein paar hundert Folgen zu tun, denke ich. Bis gleich.